Das sind alle Taschen. Matteo, bringst du noch die Kuscheltiere von den Kindern mit runter? Ja, mache ich. Für ein Wochenende reicht das auf jeden Fall. Ich mache mal die belegten Brote für die Zugfahrt. Gut, und diese Kekse mögen die Kinder auch gerne. Bald müssten Mama und Papa kommen. Werdet ihr schon abgeholt? Ja, weil unser Zug früher kommt. Wie toll, in Paris ist es bestimmt schön. Glaube ich auch. Wir sind da jetzt auch zum ersten Mal. Wir zeigen euch dann Fotos vom Eiffelturm. Oh ja, der ist so toll. Den will ich auch mal sehen. Eure Eltern sind da. Ich wünsche euch viel Spaß in Paris. Dankeschön. Kommt schnell ins Auto. Wir fahren jetzt zum Bahnhof. Warum steht hier kein Zug? Auf der anderen Seite steht unserer. Kommen wir rechtzeitig? Ja, klar. Hier sind unsere Plätze. So, das Gepäck ist verstaut. Wenn ihr Hunger habt, dann können wir nachher etwas essen. Wir haben Brote dabei. Herzlich willkommen im Reiseexpress nach Paris. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Juhu, auf nach Paris! Mama, hast du etwas zum Anschauen dabei? Ja, ich habe das Tierbuch mitgenommen. Amelie, möchtest du auch etwas haben? Hast du etwas Süßes dabei? Ja, aber ess nicht zu viel. Wir haben noch die Brote dabei. Wann sind wir denn in Paris? Das dauert noch ungefähr eine Stunde. Okay. In Kürze erreichen wir Paris. Ich bedanke mich für Ihre Fahrt mit dem Reiseexpress und hoffe, Sie bald wieder willkommen heißen zu können. Ihnen noch einen schönen Aufenthalt in Paris. Jetzt sind wir wirklich in Paris. Ja, aber wir gehen erstmal ins Hotel. Es ist richtig schön hier. Und wir haben schönes Wetter. Da haben wir wirklich Glück. Dann ist die Sicht vom Eiffelturm bestimmt toll. Wann gehen wir denn zu dem? Morgen erst. Heute haben wir etwas anderes vor. Da vorne ist unser Hotel. Endlich. Das ist ein schönes Zimmer. Ja, ich lege mich mal hin. Wir haben eine tolle Aussicht. Man sieht sogar den Eiffelturm. Ich will ihn auch sehen. Schau da hinten. Wie groß der ist. Wir können uns ja erst einmal ausruhen und dann etwas essen gehen. Oh ja. Wohin gehen wir jetzt? Wie wäre es, wenn wir uns in einer Bäckerei eine Kleinigkeit zu essen holen und uns dann auf dem Weg zu Sacré-Cœur machen? Das klingt gut. Fahren wir mit der U-Bahn? Ja, aber die nennt man hier Metro. Hier ist eine Bäckerei, da holen wir uns mal etwas. Hier riecht es gut und es sieht wirklich lecker aus. Was nehmen wir denn? Das Croissant. Und ich möchte das Schokohörnchen haben. Okay, dann nehmen wir das Gebäck. Wir sind da. Da oben auf dem Hügel ist die Sacré-Cœur. Die sieht schön aus. Das ist eine Basilika. Und von oben hat man einen schönen Ausblick. Müssen wir diese ganzen Treppenstufen hochlaufen? Wir müssen nicht bis ganz nach oben laufen, sondern können uns auch auf die Wiese setzen. Das machen wir. Wir können unser Gebäck essen. Wollen wir uns hier in ein Restaurant setzen? Ja, hier sieht es gut aus. Bonjour. Ich nehme einen Salat mit Baguette. Was wollt ihr? Ich nehme Nudeln. Und ich das Käsesoufflé. Ich nehme das Fischfilet mit den Kartoffeln. Oui, d'accord. Schmeckt euer Essen auch gut? Ja, wirklich gut. Wir können noch einen Nachtisch nehmen und dann ins Hotel zurückgehen. Ich möchte Eis haben. Ich auch. Heute gehen wir zum Eiffelturm. Ja, ich freue mich.
Ihr könnt's ja kaum erwarten, wir frühstücken aber erst einmal. Wir gehen zuerst zum Triumphbogen und dann zum Eiffelturm. Okay. Da ist er. Der sieht toll aus. Aus der Luft aus sieht man es besser, aber 12 große Straßen führen sternförmig auf den Triumphbogen zu. Toll. So, und jetzt gehen wir zum Eiffelturm. Da steht er. So nah waren wir noch nie an dem Eiffelturm dran. Wir werden sogar auch hochgehen. Wollen all diese Menschen auf den Eiffelturm? Wir haben spezielle Karten vorgebucht, da müssen wir nicht zu lange anstehen. Gut, die Schlange ist nämlich wirklich lang. Ich freue mich auf die Aussicht. Aber ich habe ein bisschen Angst. Der Eiffelturm ist so hoch. Brauchst du nicht, dir kann nichts passieren. Smile, smile. Sie meinte zu dir, dass du lächeln sollst. Du brauchst keine Höhenangst zu haben. Die Aussicht wird toll. Na gut. Der Ausblick ist wirklich super. Ja, wirklich schön. Und Amelie, ist doch gar nicht so schlimm. Ja, stimmt. Ich kann von hier oben ein Fußballspiel sehen. Jetzt haben wir die besten Plätze. Wir können ja ein bisschen durch die Straßen laufen. Da drüben ist ein schönes Geschäft. Wir können ja mal reingehen. Hier finden wir bestimmt ein schönes Andenken. Wie wäre es mit dieser Schachtel Macarons? Oh ja, die sind lecker. Können wir nicht diesen großen Eiffelturm mitnehmen? Nein, wie sollen wir den denn nach Hause bekommen? Wir nehmen diese Macarons. Wollen wir an der Seine entlanglaufen? Ist das der Fluss, der durch Paris fließt? Ja, genau. Und wir sehen bestimmt nochmal den Eiffelturm. Der leuchtet in der Nacht. Oh ja, das möchte ich sehen. Schade, dass wir nicht den großen Eiffelturm gekauft haben. Aber die Macarons sind auch gut. Ja, klein, aber lecker. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr keine Videos verpassen wollt, abonniert doch gerne unseren Kanal Familie Neumann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!